Der antike Mann fand seine eigentliche Bestimmung im Krieg. Und bis heute ist der Krieg eine Katastrophe, der unzählige gebrochene Menschen hinterlässt. In den USA wurden seit 9/11 und dem darauffolgenden Irakkrieg 800.000 Soldaten in Kliniken behandelt. Ein Drittel davon ist traumatisiert und kaum mehr fähig, im zivilen Leben Fuß zu fassen. Eine junge Schweizer Fotografin hat sich mit dem Schicksal der amerikanischen Soldaten auseinandergesetzt. Einer von ihnen war ihr Schwager. Er war noch sehr jung, als er in die Armee eintrat. Sie versprach ihm eine Zukunft und Geld für Ausbildung und Familie. Dann kam Timmy McClellan in den Irak. Mit knapp 20 hat er eine kleine Tochter, eine Familie und kehrt das erste Mal von der Front zurück. Verändert. Er war sehr distanziert zu allem eigentlich. Also auch zu seiner frisch geborenen Tochter, zu seiner Frau. Alles, was dich interessiert, ist einfach chillen und dich entspannen, bevor du wieder zurück in den Krieg musst. Die Fotografin Elisabeth Real war damals Timmys Schwägerin. Sie begegnet ihm auf seinem Fronturlaub zum ersten Mal. Fasziniert vom jungen Frontsoldaten fotografiert und interviewt sie ihn. Es hat sehr eine exotische Komponente am Anfang für mich, einfach weil ich aus einem komplett anderen Umfeld komme. Aber das hat vielleicht im Projekt auch gut getan, dass ich so unbedarft mit zum Teil sehr simplen Fragen an die Männer herangetreten bin. Ein Jahr lang bleibt Schwager Timmy an der Front. Im Interview beschreibt der Infanterist, wie er nur knapp einem Bombenanschlag entkommt und wie er seinen toten Fahrer findet. Ich öffnete die Luke und als erstes sah ich seine kleine Hand. Nur die Hand. Sein Kopf war völlig zerquetscht. Und ich konnte nichts anderes denken, als dass er einen Haarschnitt gebraucht hätte. Er kehrt zu seiner Familie in die USA zurück. Inzwischen hat er zwei Kinder. Das können sich die Leute, die das nicht selber erlebt haben, gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du täglich um tote Leute herum bist, in dieser extrem engen Gemeinschaft von Soldaten. Und dann kommt man zurück und dann sagt die Frau vielleicht, du kannst nicht noch schnell den Müll abtragen. Und da hast du auch nicht geputzt und so weiter. Und sie verstehen, sie können das gar nicht nachvollziehen, wie kann man von so etwas Profanem reden, wenn eigentlich etwas extrem Krasses ihnen passiert ist. Nach seinem zweiten Einsatz im Irak bricht alles zusammen. Timmy hat Angstzustände und bekommt Depressionen. Seine Frau will sich scheiden lassen. Mit seinen Kindern weiß er kaum etwas anzufangen. Sie haben schlimme Erfahrungen gemacht, sie kommen zurück. Und alles, was ein Psychologe ihnen sagt, ist, trink mehr Wasser, das tut dir gut. Und da hast du so einen Stressball, kannst vielleicht mit dem ein paar Übungen machen. Und dann da hast du noch Antidepressiva, kannst auswählen, was für dich du willst nehmen. Die Diagnose lautet posttraumatisches Stresssyndrom. Von der Armee fallen gelassen, von der Gesellschaft nicht verstanden, verliert der Krieger jeden Halt. Elisabeth Real hat kaum mehr Kontakt zu Timmy. In ihrem Buch aber erzählt sie seine Geschichte und die anderer traumatisierter Ex-Soldaten und setzt den versehrten Männern aus dem Krieg ein Denkmal. Es ist einfach so unfair. Das ist irgendwie das Ganze. Das ist vielleicht auch ein Grund, wieso ich das Buch geschrieben habe. Weil ich finde, die Soldaten sind so unfair behandelt worden von der Armee, von ihrem ehemaligen Auftraggeber, wo sie eigentlich ihr Leben eingesetzt haben für ihr Land.